Jetzt wird's echt Zeit für Bali. So viel Schnee überall. Und jetzt machen wir Folgendes: Man nehme den Schnee und tausche ihn einfach aus gegen Sand. Auf Bali aus. Hey Leute. Hey Leute. Hey Leute. Es geht eine Stunde los. Wie hyped seid ihr? Bali. Bali. Welcome to Bali. So, jetzt geht es endlich los. Jetzt sind wir am Flughafen in Wien. Jetzt sind wir gerade ganz im Check-in. Check-in. Und wir verlassen jetzt die Kälte Wiens. Und dann geht es runter nach Bali. Von minus 20 Grad auf plus 30 Grad. 50 Grad Unterschied. Geil. Hebst du ab, oder wie? Leute, wir sind hier am Flughafen, aber nur weil ich eine Startgenehmigung habe. Ich hebe jetzt ab. Das schneidet ihr einfach so rein, ohne irgendeinen Effekt. Das kommt wohl cool an. So Leute, wir haben jetzt eingecheckt, jetzt geht es dann, in 10 Minuten geht das Boarding los, dann fliegen wir jetzt 9 Stunden nach Dubai, dann haben wir 2 Stunden Aufenthalt in Dubai und dann geht es weiter von Dubai nach Bali, nochmal glaube ich 9 Stunden Flug und dann sind wir endlich in Bali, in ja, knapp 24 Stunden sind wir in Bali und dann tauschen wir die ätzende Kälte hier gegen 30 Grad im Dschungel auf Bali. Hallo! So. Geil. Alter, wir fliegen übrigens mit dem A380. Der ist richtig krass. Oder? Bist du schon mal geflogen mit dem? Ja. So, jetzt sind wir angekommen im Flughafen Bali. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir uns noch ein Taxi oder ein Uber bestellen und dann müssen wir noch die Unterkunft finden, was gar nicht so einfach ist. Aber es wird mega geil. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich einen Monat lang auf Bali sind. Wie geil ist das? Und vor allem bin ich gespannt auf die Villa. Die wird auch mega, mega krass werden. Da geht man raus und kriegt eine richtige Luftwand. Boah, Alter. Sorry. Ja, geil, oder? Geil, oder? Oh mein Gott. Fuck, boah, was geht? Wie geil ist das denn eigentlich? Boah, wie krass, man. Hi! So Leute, wir sind jetzt angekommen in der Villa. Die Villa ist mega, mega cool. Wir sind fast schon komplett. Es fehlt nur noch die Marie, die kommt jetzt dann in den nächsten, ja, 10 bis 20 Minuten, die ist ein bisschen später losgeflogen. Die Taxifahrt war mega cool, wir hatten einen richtig coolen Taxifahrer, der uns sehr, sehr viele Sachen über Bali erklärt hat. Zum Beispiel hat er gesagt, dass sie in 2 Wochen, da sind wir sogar noch hier, den Silent Day feiern. Das heißt, da wird alles abgeschaltet, haben keine Krankenhäuser offen, da haben keine Supermärkte offen, da hat nichts offen. Keiner hat ein Licht, also die Elektrizität wird abgeschlossen. Da haben wir noch Verstärkung geholt von der Lobby. Wir sind mit voll dem coolen Taxifahrer gefahren, der war mega, mega cool und der hat uns erzählt zum Beispiel über den Silent Day, der ist in 2 Wochen, da sind wir sogar noch hier. Und da ist es so, da hat alles zu, da hat kein Supermarkt offen, kein Krankenhaus offen, die Elektrizität wird abgeschalten, das heißt keiner hat Licht. Man darf nicht rausgehen. Man darf nicht rausgehen, man muss zu Hause bleiben. Finde ich persönlich mega cool und habe ich zuvor auch noch nie gehört oder gewusst. Ich auch, ich finde das eigentlich eine coole Idee, dass man so, weil die eigentliche Idee dahinter ist, dass man meditiert und so in sich zurückkehrt und Yoga macht, das ist für die Hinduisten, glaube ich, Und das finde ich eigentlich eine echt coole Idee, dass man mal so einen Tag von dem Ganzen abschaltet und mega man geil. Wird auch wirklich bestraft dafür, wenn man dann draußen auf der Straße ist. Ja, mega cool ist das. Und dann hat er uns noch erzählt, zum Beispiel, dass sie eigentlich
deutsche Wörter verwenden, also Mama, Papa, Oma, Opa, Tante. Und zwar, ist auch ganz interessant, habe ich auch nicht gewusst, dass Indonesien früher eine holländische Kolonie war und deswegen haben die immer noch ein paar holländische Wörter oder ein paar deutsche Wörter mit drinnen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir sind, glaube ich, über eine Stunde gefahren mit dem. Ja, aber der war echt so lieb. Also aber echt mega cool gewesen. Guter erster Eindruck. Genau, guter erster Eindruck. So, und jetzt, genau. So, und jetzt sind wir da. Die Grillen zirpen, oder was das sind, Geckos, glaube ich. Jetzt geht's dann morgen weiter mit dem richtigen, mit dem eigentlichen Grund, warum wir hier sind, also mit dem Arbeiten. Genau. Das wollten wir nur noch mal kurz mitteilen, was da so abgeht. Genau, dann sehen wir uns morgen. Ich zeige euch jetzt mal eine kleine Roomtour. Sind gestern angekommen, gestern Nacht. Und so schaut es aus. Also wir haben jetzt hier unser Zimmer. Geiles Bett. Geil großes Bett, hier haben wir einen Spiegel. Hier geht es dann raus zum Balkon. Dann haben wir hier einen Pool. Waren wir heute in der Früh schon schwimmen. Mega geil, mega cool. Der ganze Crew um 5.30 Uhr waren wir draußen. Hier haben wir ein bisschen die Umgebung. Mega cool mit den Palmen auch hier. Hier haben wir noch ein Zimmer. Und hier waren wir heute meditieren. In der Früh um 6.30 Uhr und um 5.30 Uhr meditieren. Mit diesem Ausblick. Ganz ehrlich, Leute, macht's was. Macht's was, dass ihr euch das leisten könnt. Macht's was, dass ihr zeitlich und örtlich unabhängig sein könnt. Macht's was im Internet, ohne Spaß. Das ist, wie geil ist das eigentlich? Wir sind jetzt hier einen Monat hier. Oh, das ist so geil. So geil. Heftig geil. Hier eine kleine Chiller-Lounge. Eine Chiller-Ecke. Jetzt hier runter. Das Wohnzimmer. Geht's hier raus? Pool. Ach, schaut so cool aus. Schaut so geil aus. Marie. Das ist der Eingangsbereich.